Schön, du bist allein. Wie geil ich auch vor dem T-Rex weggefahren bin. Das sieht so geil aus. Ich wollte reinspringen eigentlich. Und so, oh T-Rex! Ui! Hallo und herzlich willkommen zu Dudy TV. Wir probieren ein neues Auto aus, und zwar den Rocket League Jurassic World Buggy Jeep Wrangler für 1,99. Manche sagen Wucher, andere sagen geilo geilo. Ja, ich habe auch noch ein Microsoft-Konto, Gutstand von 1,36. Eieiei, caramba, das ist natürlich schön, eine schwierige Sache. Schön die Kreditkarte mit wenigen Cent belasten, ey. Nice. 10 MB ist das Ding groß. Jeep Wrangler, hier ist er auch schon gekauft. Dann gehe ich mal in die Garage und guck mir den an. Neues Preset erstellen. Jurassic Park. Ich nenne ihn so richtig klassisch, ich schreibe es richtig aus, bin richtig deutsch. Jurassic Park, so heißt das Preset jetzt. Auto ansehen. Und zwar, wo haben wir ihn denn? Da ist er. Bums. Gekauft. Es gibt keine Aufkleber. Es gibt eine Lackierung. Nein, gibt es nicht. Es gibt nur Rot und Blau. Nee, nee. Genau, es gibt nur Farben. Okay, aber trotzdem packe ich da was. Jetzt muss ich natürlich irgendwie was thematisch Passendes zum Jurassic Park. Habe ich irgendwas, das aussieht wie Dinos? Nee. Ah, gibt es keinen Dino-Aufsatz? Nee, nee, die Leuchtspur, weißt du? So. Ich glaube, der Flammenwerfer passt ganz gut. Obwohl, nee, ich nehme gelbe Blitze wieder. Das ist einfach ein guter. Antenne gibt's nicht. Leuchtstreifen. Ach, ich bin ja einfach. Ich bin ein Fan von dem klassischen. Digga, das Auto ist scheiße klein. Das ist nicht der Octane. Wahrscheinlich ist das ein Scarab. Nee, das ist wahrscheinlich der Gizmo. Alter, unsere erste Toranimation. Du hast auch schon die 9. Alter! Nee, nee, nee. Wir kriegen eine extra Toranimation mit einem fucking T-Rex. Okay, die sieht geil aus. Alter, es hat sich so krass gelohnt. Alter, den mache ich direkt mal auf meinen Formel-1-Wagen drauf, den T-Rex. Das kannst du nicht machen, oder? Den kannst du doch nicht klar auf einen anderen. Doch, Autos. Doch, kannst du überall drauf packen. Kannst du überall drauf packen. Echt? Ja. Der kommt jetzt auch direkt. Der kommt jetzt überall drauf einfach. Bums. Alter, ich klatsche den jetzt überall drauf. Was hast du denn für eine Raketenspur genommen? Ist auch geil, dass die hinten aus dem Reifen rauskommt, ne? Ich nehme immer Standard, das ist meine Lieblingsspur. Obwohl, eigentlich passt zu dem halt der Burnout sehr geil. Achso, nee, da habe ich den Dings genommen. Den Flammenwerfer? Nee, Blitz. Ich habe so ein super seltenes so Blitzding. Okay, ja gut, dann. Obwohl, ich glaube, ich nehme die Unterwelt. Das ist das mit den Knochen und den Totenköpfen. Auch nicht schlecht, eigentlich ganz geil. Ich muss jetzt erstmal überall den T-Rex reinmachen. Sonst vergesse ich das noch. 2 € dafür bezahlt. Noch viel, nee, ich nehme den Sandsturm. Der Sandsturm passt ja mal mega geil. Er ist recht, wenn du dann noch auf der neuen Sandmap fährst. Oh, endlich. Das ist gerade so befriedigend, eine Toranimation zu haben, ne? Okay. Jurassic Park. Ja, dann mögen jetzt hier nochmal. Ja, mach mal bitte. Oh, das ist so ein lustiges Auto. Das fährt sich ja mega witzig. Das ist der Gizmo. Das ist der Gizmo? Ja, okay. Ich dachte mir schon, entweder Scarab oder Gizmo. Einer von beiden. Der hat halt einen super Wendekreis, ne? Das ist halt heftig. Aber ich bin Dreier. Ich hab Rumble. Ich hab wieder das Pack gemacht, was ich gestern auch anhatte. So. Oh, der, mit dem kannst du dich ja auf der Stelle drehen, ey. Kriegst du ihn rein? Ah, nee, Schizzle. Das war ein schöner Versuch von mir. Ey, ohne Scheiß, den Gizmo habe ich gefühlt noch nie gefahren. Oh, ich schon am Anfang. Oh, das war gefährlich. Nee, das war gezielt.
Drin, oh. Hier nochmal. Oh, warte, ja. Ah, da bist du zu hoch. Ja, ja. Okay, ich bin gerade zu ungeduldig. Ich will diese Toranimation sehen. Wird. Ich fand ja Jeep Wrangler schon immer geil. Das war schon immer ein Auto, was ich mega geil fand. Gerade diese Heavy Duty getunten. Ist halt auf jeden Fall ein Auto, was mega den US-Style hat und mega fett ist, aber man ihn noch in Europa fahren kann. Weil er nicht so fett ist wie ein Ram oder sowas. Schönes Ding, ey. Dafür hätte ich jetzt eine Toranimation kriegen sollen. Oh, was ein brillanter Pass von mir. Der ist drin, ey. Schon wieder nicht. Macht er wieder ein Tor, ey. So unglaublich. Aber sieht total niedlich aus, wie wir beide hier mit den Dingern drauf. Das sind so die kleinen Autos. Das ist voll krass. Oh, ich will jetzt. Ich muss jetzt eine scheiß Toranimation. Nice, der ist drin. Boah, hat der noch gehalten. Das ist ja unglaublich. Ja, der. Ich habe ihn versucht noch reinzudrücken, aber der war echt noch da dran. Alter, ich komme gerade überhaupt nicht zurecht mit irgendeiner. Ich verstehe nicht, was vorbei. Weil es schon zwei Tore, die ich abgegeben habe. Weil ich dran vorbeigefahren bin. Er ist zu wendig für mich. Ja, muss ich halt hart dran gewöhnen, ne? Ja. Wow. Geil! Nochmal, ich will es nochmal sehen. Oh, es sieht geil aus. Ich finde den top. Ich brauche keine Toranimation mehr jetzt. Geil, dass man die überall drauf machen kann. Schönes Ding. Wow. Warte. Wow. Was ist das denn? Das ist der Ton des Giraffe Headnut. Scheiß Abstauber. Abstauber? Den kannst du richtig im Kreis drehen, das ist heftig. Drei? Wow. Ja, weil die nach 2 Minuten rausgegangen sind. Jetzt habe ich einen Batman-Banner und ein Jurassic Park-Auto. Das ist eigentlich ganz geil. Eine geile Kombi eigentlich. Ob ich irgendwas Banner-mäßiges Dinosaurier habe? Die Taube ist doch voll Dinosaurier. Nee, es gibt doch einen Jurassic Park-Banner. Echt? For free? Mhm. Ja, ist drin. Oder also, ist der mit da drin? Okay. Yeah. Geil. Gucken wir uns gleich auch noch kurz an. Ich dachte, es ist nur das Auto drin. Da ist voll viel geiler Krams drin. Aber da stand ja auch Jurassic Park Pack. Oh, komm. Nein! Oh! Okay. Alter, der war richtig knapp. Wow! Boing! Das ist auch richtig geil, von wegen hinten die Laserkanonen. Und vorne der Dino. Ja. Oh, schade. Schönes Ding. Da habt ihr hier Schniedels. Schwanz. Ah. Oh, ich wurde weggebumst. Nice. Oh, der ist geil. Oh, der ist nicht geil. Schade. Schade, dass der stehen geblieben ist. Natürlich schön in die Mitte gelegt, das Ding. Schönes Ding. Mach ich. Ah. Ist frei, komplett frei, komplett frei, komplett frei. Ja, ja. Verlassen!
Es ist wieder so schlecht. 15 Sekunden vorher. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Nein. Na, immerhin volle Bursche. Anzahl. 11 habe ich bekommen. Oh, den hat er gut genommen. Alter, man kann so geil fliegen mit dem Gizmo. Jo, ist drin. Wie ich ihn noch weggeschubst habe, und er denkt sich so, was du Hurensohn! Ja. Etwas provozieren. Oh, der ist drin. Ganz assiger Ball, Alter. Richtig Hurensohn. Alter, ich glaube, das ist mein neues Lieblingsauto. Man kann ja so geil fliegen mit dem, das ist ja unglaublich. Wie wir die gerade zerpflücken. Wie das auch aussieht mit den beiden Autos. Das sind so richtige Spielzeugfahrzeuge. So geil, dass in Rocket League es Autos gibt, die einfach noch kleiner sind als alle anderen. Hat sich voll gelohnt, das Pack. Schönes Mal. Machst du rein? Nein. Oh. Das gibt's doch jetzt nicht. Wie auch wie so Jurassic Park Ranger die ganze Zeit nebeneinander herfahren. Ich schieb den rüber. Nein. Du warst viel zu nah dran, ey. Ich mag den voll gerne. Komm aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Der ist gut. Ach, das ist ja richtig angenehm, ey. Das ist wieder aus. Nur seitlich anticken, das ist, fällt mir noch ein bisschen schwer mit dem. Ich unterschätze die Breite von dem immer ein bisschen. Schön, du bist allein. Wie geil ich auch vor dem T-Rex weggefahren bin. Das sieht so geil aus. Ich wollte reinspringen eigentlich. Jetzt so, oh T-Rex, ui! Ich bin in die Schnauze rein. Die werden ja richtig vermöbelt gerade. Oh, geil! Göttlich gemacht. Warum macht das so einen Spaß? Ich find's geil. Dinge, die in Pornos gesagt werden. Nice, ein Stein. Der muss drin. Alter, wir haben die gleiche Punktzahl. Nach 7 Toren. Toll. Das ist heftig. Das hatten wir noch nie. Ich habe noch nie drauf geachtet. Weil du eine Weichflöte bist. Ich liebe Weichflöte. Das sind meine Lieblingsinstrumente. Deciding Pants 17, folgt den Dullis. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du dabei bist. Danke für den Follow. Alles Roger in Kambodscha, wie wir Ranger zu sagen pflegen in unseren Jeep Wranglern. Ah, das waren viele Jizz gerade. Jizz this. Oh, es wird knapp.
Alter, der Jeep ist voll geil, um über andere rüber zu fahren. Oh. Fail. Hi. Hi, deciding pants 17. Hui. Whoop. 10 Muschels. Okay, jetzt gucke ich mir kurz den Banner an. Der muss noch drin sein. Garage, Banner verwalten. Wo haben wir ihn denn? Jurassic Park. Oh, der sieht gar nicht schlecht aus, ehrlich gesagt. Ja, deswegen. Der gefällt mir. Der ist top, mag ich gerne. Ja, das war der Test vom Jurassic Park Pack bei Rocket League. Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei YouTube. Wir streamen jetzt gleich noch weiter, aber das ist eine kleine Session für euch gewesen, die bei YouTube das gucken. Daniel, dein Fazit vom Jurassic Park Auto? Also ich finde ihn auch mega geil, macht mega Spaß. Die 1,99 € haben sich mega gelohnt, kann ich nur empfehlen. Lasst mal ein Like, kommen und ein Abo da und schaltet das nächste Mal ein, wenn wir live sind bei mixer.com/studio.tv. Wir streamen jetzt weiter, ihr schaltet ein anderes Video von uns an. Perfekt. Einen schönen Abend noch, Tag, Morgen, ciao. Oh oh, ich glaube, es wäre besser, wenn wir uns jetzt küssen. Warum? Wir kommen zum Ende. Seht ihr? Oh, mein Liebling. Also, ist das gut. Oh, mein Liebling. Sieht nach einem großen Ende aus. Oh!